Du hast auch mal so was dazu. So. Landbevölkerung da, wie ich sehe. So. Hä? Wir waren die anderen. Ja, also wie gesagt, ich meine, wer so rumläuft, da wissen wir Bescheid. Bei der ersten, also erste Persönlichkeit, die ich heute dachte, die rennt so rum. Und da ist es so, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Zu DDR-Zeiten, da war es ja so gewesen, wer hatte da ein Telefon? Na, da hatte Telefon, hatte Polizei, Feuerwehr, Abschnittsbevollmächtigter, Kontaktpersonen, oder wie die Vögel jetzt heißen hier, Post, genau, und dann Bestatter und wer sonst noch eins hatte. Hatte auch für Trainingsanzug. Und da kann es ja mal sein, also wer jetzt von Ihnen zur Miete wohnt, gibt es ja welche, die zur Miete wohnen, die haben jetzt nicht unbedingt einen Hausmeisterservice. Und da muss man eben in einem Mehrparteienhaus eben auch noch bestimmte Sachen selber machen, wie zum Beispiel Treppe, genau, Mülltonnen rausschaffen und so weiter, ja. Und da kann es ja dann auch mal sein, dass man es auch mal vergisst. Ja. Und da ist dann eben auch schön, wenn du so eine umsichtige Person im Haus hast, die ihn dann dran erinnert, sondern früher als ihn. Und die ganz gar nicht mehr zu tun hat, als am Fenster zu gucken und aufzuschreiben, wer was braucht. Und so einen möchte ich jetzt mal zeigen. Das war die Menge. Die rieche ich schön am Schweiß. Zartbitter. Da ist euch aber schön. Was wollt ihr doch ganz oben? Da müsst ihr jetzt schwitzen können. Aber ja, wenn ich mal Madame, da kannst du halt werden. Du hast immer die Übersicht. Meine Mann, das riecht doch noch davor, Mann. Ich hab doch gar nicht gesehen. Oh, bist du das? Nee, nee. Das ist eindeutig die Vor, Mann. Sie ist sauer. Ja, kennt ihr ja alle. Am Schweiß in ihrem Buffspray. Ich hab noch was alles aufgeschrieben. Ich habe mir was alles aufgeschrieben, ja. Die Ehre riecht nach Moschus, die kann ich nach Fichtennadel und bei der Petschke da am FC, da musst du hinterher jetzt mal eine Ausflucht liften. Ich weiß auch nicht, was die nimmt, auch das kriege ich noch alles. Auch dass mir die Fuhrmann durch den Lappen gegangen ist, da schleicht die sich doch einfach bei mir an der Wohnungstür vorbei. Ah, ich weiß schon warum. Gestern Abend, 9 Uhr, ist da ihre Frist vor der Treppenordnung abgelaufen. Aber heute früh gleich der Hausverwaltung informiert. Schicken nachher einen Reinigungsdienst vorbei. Und der Vormann die Rechnung, da kenne ich nichts. Wenn du hier nicht aufpasst, da sieht's aus wie bei den Russen. Das
Zeig mir deine Treppe. Und ich sag dir, was du bist. Ja, da ist hier ja alles noch der Partei kontrolliert. Da haben ja sogar die größten Dreckschweine pünktlich gewischt. War ja nicht gewesen mit der Reise zur Tante nach Gießen, stimmt's? Na, ich denke aber auch. Aber heute, du, da musst du alles selber machen. Meine Frau zum Beispiel, die klebt aus Pappe und Buntpapier die Schilder vor der Hausordnung. Auch die Wandschilder. Gelb ist letzte Mahnung, rot treffe einmal zusätzlich. Rede mich doch neulich, da schlägt mich wieder Keller auf, wie uns vorheim. Hängt das Schild einfach in die Tür weiter, ohne zu gern. Aber der alte Wollwald ist ja nicht blöd. Vor 2 Wochen habe ich die Kellerecken mit Kieselsteinen markiert. Und er hat voll rein in die Falle. Also, rote Karte, Meldung an die Hausverwaltung. Kenn ich nicht. Und weil ich bald auf Kellerwandkamp war, haben wir noch einen Blick in den Trockenraum geworfen. Wissen Sie, was ich da gesehen habe? Die Menke hängt da unten sogar ihre Schlüpper und BHs aus. Kenn ich immer bei mir, gell? Guck mal her, das ist alles was. Die möchte euch jeden Abend. Gestern Abend, 20.17 Uhr, lief die Maschine auf. Bin ich runter im Keller, hab mein Haus dann zugedreht. Maschine im Arsch. Der Ruhe im Waschsalon. Und den farbig auszutreten, hab ich irgendeiner eine Lektion erteilt. Dann latscht er doch jedes Mal mit seinen Dreckbutten quer über die Nase. Die ganzen Tüten im Wald. Stellt dann die Dreckbutten immer vor der Wohnungstür. Da ist mal draußen in die Hundehaufen gedrückt. War das Profil dicht. Und wenn die Fenster nicht schließen, ich bin immer frech warm. Dann lasse ich einfach mal die Bälle verschwinden. Oder mache am Dreibad eine Schraube locker. Willst du mal sehen, wie schnell die Fenster schließen haben? Aber ich habe ja noch eine Rechnung offen. Irgend so eine Drecksocke hat mein Briefkastenschild zerkratzt. Statt Vollrad stand da Vollarsch. Dafür war er damals noch Balzen abgewandert. Oh. Du bist doch weg. Ich krieg den Gang. Ich habe mir jetzt bei Obi eine Videokamera gekauft zur Überwachung vom Außenverkehr. Mit meiner Frau wechsle ich alle 3 Stunden die Schicht. Ihr kriegt den Gang. Und die Rechnung für die Kamera wird dem auf die Miete aufgeschlagen. Ja, der Außenverkehr schon nicht mehr. Aber so eine Videokamera. Noch andere Vorteile. Haben Sie neulich so eine Aushilfe von der Post vorbeigeschickt? Wahrscheinlich Harz auf Stocker, verstehst du? Wissen Sie, wann die kann? Montag 12.10 Uhr, Dienstag 12.20 Uhr, Mittwoch 13.15 Uhr, Donnerstag 15.13 Uhr und Freitag kamen Sie gar nicht. Aber ich habe mir das alles aufgeschrieben. Das Videoband ist schon beim Personalchef vom Adress. Hing doch da neulich mal so ein Brief vor der Stammisch als ein Gasten. Vor der Reiswelt habe ich ihn sichergestellt. Meine Frau hat gleich Wasser aufgesetzt. Wissen Sie, was der war? Die könnt ihr als Siege. Ja, I'm
Da fährt doch die stammig die größte Karosse von der ganzen Straße, läuft rum wie eine Gräfin und hat ihr Konto um 3000 Euro überzogen. Und jetzt kann er die Parkasse gemeldet. Mit dem Konto als Segenbrüder war so im Copyshop. So was habe ich eine extra Folie. Und ratet mal, was das ist. Kommt doch nicht dran. Das ist der Wohnungsschlüssel von der Fliege nebenan. Guck ich da vorhin, ganz zufällig durch den Cookie. Guck ich da, versteckt die Fliege den Wohnungsschlüssel unter dem Abtreiber und verschwindet mit einer Reisetasche. Meine Frau hat Schmierer gestanden, fühl ich da mal ein. So ein Dreckstall. Die Kaffeemaschine verkalkt, der Müll nicht getrennt, die Bettwäsche nicht gewechselt und die Schränke zugekrankt. Ich bin bei Dama mit dem kleinen Finger über der Gardinenleiste. Ja, das ist ein Wunder. Ich habe bei Dama in die Schulzeugnisse geguckt. Wisst ihr, was das kostet? In Ordnung und Sauberkeit eine 3- und Staatsbürgerkunde eine 4. Warte noch mal bei der auf dem Klo. Geh Gästehandtuch, geh Klopapier, der Spiegel voll mit Zahncreme. Bevor der Fliege wiederkommt, geh noch mal schnell. Zum Schlüssel geh ich. Beim Schlüssel-Experten, Schlüsselkönig und dann habe ich das Haus komplett. Du kannst reingucken, wo du willst. Hier wohnen von oben bis unten nur Schweine.